Tag 3, meine Freunde. Es geht wieder ab. 20 Minuten beginnt das Training. Es ist super heiß. Ich glaube, heute wird der heißeste Tag, um die 35 Grad. Wir haben jetzt 1,5 Stunden Training. Ich probiere 2 Abfahrten. Wenn ich nicht zurechtkomme, probiere 3. Genau. Also ich hoffe 2, dass ich ein bisschen Kraft sparen kann. Und dann ist schon um 14 Uhr bin ich der Erste auf der Strecke mit dem Quali-Lauf. Genau. Nehme euch wieder mit. Bis dann. Lauf war gerade mit dem, wo ich gestern aufgehört habe, wo ich heute wieder angefangen habe. Ich check's nicht ganz. Wir haben ein bisschen was am Rad verändert und es hat sich jetzt eigentlich komplett anders angefühlt als gedacht. Deshalb probiere ich jetzt halt auf jeden Fall 3 Läufe zu machen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen was umgestellt und hoffe, dass ich jetzt einfach mich wohlfühle vom Rad her, dass ich mich ein bisschen aufs Fahren konzentrieren kann. So, das war jetzt der erste Abschnitt, der sich einmal wie Fahren angefühlt hat, zum Glück. Wow. Irgendwas stimmt zwar trotzdem nicht richtig, aber...
So, das war jetzt der erste Lauf, also kompletter, wie ihr gesehen habt, aber mit zwei kurzen Pausen, wo ich einfach mal auf Druck gefahren bin und es sich angefühlt hat wie Radfahren. Oh, jetzt war es zumindest mal ein bisschen Tempo, trotzdem noch ein paar Fehler. Jetzt probiere ich den dritten Lauf zu machen. Nochmal so und einfach vielleicht ein bisschen mehr Speed und dort, wo ich Fehler gemacht habe, so viel Fehler mehr und dann wäre ich ready für die Quali. Das dürfte man mal als absoluten Aussetzer zählen. Ich war mit dem Kopf schon im Wald. Krank. Sind das Löcher. Man muss sagen, es ist das Limit. Mit langen Klamotten bei 35 Grad. Kein bisschen Wind. Oh. Da freut man sich, wenn man rollen kann, dass man einen Gegenwind bekommt. Ja. So, letzter Lauf war nicht ganz so weit gefahren, wie ich eigentlich wollte oder gedacht habe, aber ich glaube, wenn ich jetzt die einzelnen Sektionen, wo ich schnell gefahren bin, zusammenfüge, zum kompletten Lauf plus ich von der Fitness her durchkomme, könnte es ganz okay werden. Deshalb jetzt eine Stunde Pause und dann geht's schon hoch zur Quali. Bis gleich. Quali ist durch. So wie ich im Training jetzt immer gefahren bin, hat sich mein Quali-Lauf dann angefühlt, habe ein paar Fehler reingekaut. Ab der Hälfte unteres Drittel ist mir dann sogar ein bisschen die Luft ausgegangen, also von den Armen her, habe dann ein bisschen rausnehmen müssen. Aber gereicht, bin so um Platz 50 rum, genau. Jetzt ist der Tag aber noch nicht vorbei. Die Strecke hat sich einfach so stark verändert, oder es sind jetzt solche Löcher und Wurzeln haben sich rausgefahren, dass ich jetzt nochmal hochfahre. Ich mache jetzt nochmal einen Trackwalk und schaue mir das jetzt mal nochmal genau an, weil jetzt wird es wichtig, weil jetzt geht es dann ums Finale. Genau, also Trackwalk-Time nochmal. Obwohl ich eigentlich schon komplett durch bin. Also ich bin echt fertig. Ich weiß nicht, ob es an der Hitze liegt oder ich habe beim Runterfahren Krämpfe gekriegt.
Und Krämpfe kriege ich nicht oft. Die Strecke ist auf jeden Fall komplett im Arsch. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was es mal war. Das ist wie ein Sandkasten mit Wurzeln. Boah. Trackwalk durch, ich bin durch. Das war's für heute. Morgen Finale. Hoffe, euch hat's gefallen. Ciao.